Ich will euch eine Geschichte erzählen. Kein Märchen. Eine Geschichte, die passiert ist, bei der ich dabei war. Während des Krieges lag ich irgendwo in Frankreich im Schützengraben. Plötzlich nachts hörten wir Schreie, so als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen erleidet. Dann war's still. Wird wohl einer zu Tode getroffen sein, dachten wir. Nach einer Stunde vernahmen wir wieder Schreie. Und nun hörte es nicht mehr auf. Die ganze Nacht schrie ein Mensch. Den ganzen Tag schrie ein Mensch. Immer klagender, immer hilfloser. Als es dunkel wurde, stiegen zwei Soldaten aus dem Graben und wollten den Menschen, der verwundet zwischen den Gräben lag, hereinholen. Kugeln knallten und beide Soldaten wurden erschossen. Nochmals versuchten zwei. Sie kehrten nicht wieder. Da kam der Befehl, es dürfe keiner mehr aus dem Graben. Wir mussten gehorchen. Aber der Mensch schrie weiter. Wir wussten nicht, war er Franzose, war er Deutscher, war er Engländer. Er schrie, wie ein Säugling schreit, nackt, ohne Worte. 4 Tage, 4 Nächte schrie er. Für uns waren es 4 Jahre. Wir stopften uns Papier in die Ohren. Es half nichts. Dann wurde es still. Ach, Kinder, da möchte ich Fantasie in euer Herz zu pflanzen wie Kornen durch pflügte Erde. In Frankreich, in Deutschland, in Russland, in Japan, in Amerika schrie der Mensch, nicht der Feind. In solchen Stunden, in denen man, wie soll ich sagen, hinabsteigt bis zum Grundwasser, fragt man sich, warum das alles? Wofür das alles? Würdet ihr auch so fragen? In allen Ländern grübelten die Menschen über die gleiche Frage. In allen Ländern gaben sich Menschen die gleiche Antwort. Für Gold, für Land, für Kohlen, für lauter tote Dinge, sterben, hungern, verzweifeln die Menschen, hieß die Antwort. Dort und dort standen die Mutigsten des Volkes auf, riefen den Blinden zu ihr hartes Nein, wollten, dass dieser Krieg aufhöre und alle Kriege.